Frauen, grüß euch. Das ist wieder herrlichstes Wetter. Und wir fahren heute mal nach Grünau zur Regattastraße. Und die Regattastraße, das ist die Regattastrecke. Und da sind diese ganzen Wettkämpfe, wenn man die im Fernsehen sieht. Mal gucken, ob das aus seinem Röschen Schlaf aufgewacht ist. Ob man da schon überhaupt was sehen. So, ich bin wieder leise. Genießt den Sound. Wo seht's?
Kaffee liebe ich. Kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen. Sieht man wahrscheinlich ja nicht wirklich, ja, rechterseits. Wir fahren jetzt schon die letzten 3-4 Minuten die Regattastraße. Regattastraße. Das ist ein Hotel jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Linkerseits hier, wo wir gerade sind, die Planen. Da waren früher die Ränge, beziehungsweise sind immer noch, dass man direkt am Wasser sitzen konnte. Schauen konnte, wie die Ruder war, Kanuten, Achter, Zweier, was weiß ich alles, schön fahren konnte. Schon eine tolle Ecke. Und immer noch ansässig die ganzen alten Ruder- und Segelvereine, was die Sache natürlich super schön macht. Sehen. Schöne alte Architektur, alles wieder super in Schuss. Ja, Wasserfreunde Grünau e.V. Und die Leute, die haben hier keine Angel auf dem Rücken, die haben meistens ein Ruder hier auf dem Rücken, ne? Oder wie man die Sachen nennt. Was kaputt gegangen. Aber er fährt noch. Hier sieht man noch ein bisschen Bauruine. Vielleicht wird das ja auch noch mal schön. Natürlich diese die Juckel hier. Tut dem Trabant nicht so gut. Na, hier ist man früher ja nicht, wenn ihr kommt, linkerseits. Kommt man heute ohne drin, heute ist Baustelle. Weiter jetzt nicht mehr hier. Ab hier ist denn zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.